Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi Spiel Star Citizen. Ja, heute Nacht war es endlich soweit. Die 3.13.1c ist als Patch auf das PTU gekommen und hat endlich die Herkules Starlifter im Gepäck gehabt. Und zwar die C2, die M2 und von Tamriel noch den Nova, also den Tank-Tonk-Panzer. Und ja. Den habe ich nicht, den schauen wir uns aber zusammen mit Ben an. Ich habe aber die C2 und die würde ich mir gerne mal angucken. Laut Patch Notes wurde auch noch was an den Ship-to-Station-Dockings gemacht. Wir schauen einfach mal und ich würde sagen, ich habe die gute schon gespawnt. Wir gucken einfach mal, ob die Surfer halten. Ist ein bisschen tricky heute. Ja, wie gesagt, die C2, die M2 ist die militärische Variante. Die hat ein bisschen weniger SCU, beziehungsweise fast 200, knapp, tatsächlich. Dafür aber ein bisschen mehr Hülle und ein Turret mehr mit 2x S4 und das war's. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich rentiert. Aber ja, ich habe sie selbst noch nicht gesehen. Die 30Ks machen es mir leider zum Verhängnis, dass ich nicht dazu komme, sie mir in Ruhe mal anzuschauen. Aber ich hoffe, das können wir noch nachholen. Sie hat also den vorderen Fuß sehr weit in der Mitte, was das Ganze wieder so ein bisschen zum Neigen bringt, wenn man landet. So ein bisschen wie bei der Constellation. Aber ich denke mal, das ist vorne wegen der Machart so, weil da geht ja vorne eine Rampe runter und hinten. Und ja. So, wir schauen mal. Wir gehen mal direkt ins Topdeck und versuchen hier mal ein bisschen rauszufliegen. Sieht so genial aus. Hier ist der Speicher. Also wir haben jetzt hier in der 696 SCU. Also knapp 700 SCU. Das ist schon eine Menge. Hier geht es jetzt erstmal nur durch. Ich habe hier auch wieder dieses Nicken leider in der Maschine. Was ist das? Müssen wir gleich angucken. Ich möchte gerne erstmal aus dem Hangar raus. Und ein bisschen vielleicht ins All, dass wir uns die mal in Ruhe angucken können. Mal schauen. Ein bisschen in die Sonne wäre vielleicht nicht schlecht. So, wir machen die gute mal an. Das Interessante ist, sie hat Mitteltriebwerke rechts und links. Und man muss das also getrennt machen. Einmal das Fahrwerk einfahren mit N. Und dann nochmal die Wittels hochklappen mit K. Ja? Also das ist eigentlich ganz nice gemacht. Das finde ich sehr schick. Und andererseits passt sie so aber auch gerade hier in den Hangar, ne? Es ist mehr Platz als bei der Carrack. Aber es ist trotzdem schon sehr, sehr eng. So. Dann beben wir mal raus. Gucken uns das Ganze mal an. Wir lassen sie mal ein bisschen düsen. Und ich fahre jetzt erstmal das Drehwerk, Quatsch, das Fahrwerk rein. Drehwerk. Das Drehwerk rein. Okay, sehr nice. Thank you. And please visit again. Ja, hier haben wir dann die Drehwerke. Und mal mit K. Sehr schick. Und schon ist sie on the way. Sie ist schon wahnsinnig hübsch geworden. Und zur Invictus Launch Week, die ja auch bald ist, ab 21.05., wird es für die gute Starlifter auch Skins geben, genauso wie für die Vanguards. Und da freue ich mich so wahnsinnig drauf. Aus dem einfachen Grund, weil ja.
Es ist gerade bei der... bei den Vanguards halt dadurch, dass ich die Sentinel habe. Die gefällt mir wegen dem EMP, aber sie gefällt mir nicht, weil sie so eine tolle Farbe hat. Sagen wir es mal so. Also so ein schickes Mattschwarz fände ich schon richtig nice für die Vanguard. Muss ich schon so dazu sagen. So, wir schauen mal. Die C2 ist komplett ausgestattet mit S3 Sachen, soweit ich das sehen konnte. Wir gucken jetzt noch mal kurz rein. Lassen sie, glaube ich, einfach mal so fliegen, oder? Ich finde das so ganz nice. Gehen wir auf. So. Dann machen wir es nämlich so, weil es ist jedes Mal so gewesen, wenn ich heute Morgen irgendwo auf dem Planeten gelandet bin, hatte ich ein 30K. Die sind sehr empfindlich, die Dinger. Kann mich die abstellen? So. Okay, würde aber trotzdem gerne die Sensoren ausmachen und die Tür offen lassen. Genau so. So finde ich das schick. Ja, hier haben wir auch. Hier haben wir Sensor off. Gut. So. Jetzt schauen wir mal. Erstmal in ihre... in ihren Loadout. Der ist jetzt, wie gesagt, noch vollkommen Vanilla. Da haben wir einmal den Karma Quantum Drive, Size 3. Da werde ich den Erebos reinmachen, genau wie in der Carrack. Dann, cooler muss ich gucken bei im Loadout Manager, ob das nötig ist, der andere Kühler reinzumachen. Power Blend weiß ich auch noch nicht. Schildgenerator wird sie auf jeden Fall ein FR86 kriegen und ein Stronghold behalten. Die Waffen sprechen für sich. Also Revenant Gatlings finde ich eigentlich gut. Weiß noch nicht so recht, ob ich die wechseln werde. Wenn maximal gegen Galdrin. Aber ich werde mir erstmal die Revenants angucken. Und wie gesagt, hier haben wir die Turrets noch mit M6A-Kanonen. Und das hat bei der M2 habt ihr halt einen Turret mehr. So, aber das ist alles. Size 3, auch das Powerblend ist Size 3 und die Cola auch. Also, eine teure Angelegenheit. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier denn so machen können. Das sieht nach einer Komponente aus. Dann gehen wir mal. Das ist auch, das sieht mir fast aus wie Frachtraum. Tatsächlich. Oder es ist... ist eventuell für die Rüstung später, aber es sieht alles ein bisschen seltsam aus. Also hier kann man auf jeden Fall die Kisten, glaube ich, reinstellen. Oh, Waffenracks. Das ist nice gemacht. Rechts als auch links. Ja, dann würde ich sagen, ist das wahrscheinlich mehr für persönliche Dinge. Eher so in dem Rahmen. Mal hier. Komponentenfächer. Noch ein Löcher.
oben kann nichts machen. Überall schön Crusader. Oh, Tür erschreckt mich doch nicht so. Oho, Powerplant. Und wird das da kühler sein? Denke ich mal. So, komischerweise kann man immer von der Seite die Sensoren ausmachen, aber das macht nichts. Hauptsache, man kann sie ausmachen. Ich wüsste gerne, was das ist. Der qualmt jetzt schon ein bisschen. Das kennen wir ja von der guten C2. Habitation Decks. Oho. Bänke. Wir haben auch die Fächer. Das sieht, glaube ich, in der MSR ähnlich aus. Tatsächlich. Also der Habitation-Bereich ist der MSR sehr, sehr ähnlich. Main Deck. Mal einmal durchgehen. Boah. Guckt ins Licht. Nein, tut es nicht. Ah, hier haben wir jetzt einen Aufenthaltsraum. Sehr schön. Küche. Aber wieder kein Kaffeeautomat. Och, zick. Och, zick. Schöner Essbereich. Hallo? Tür? Danke. So, dann sind wir hier beim Aufzug. Hier haben wir die Treppe. Also man kann sowohl die Treppe nutzen als auch den Aufzug. Finde ich auch nicht schlecht. Die Aufzüge gehen ja bekanntlichermaßen nicht immer. Ist schon beeindruckend, oder? Entschuldigt bitte. Das ist schon beeindruckend. Ich liebe das. Das sieht man natürlich nicht, wenn man mit ihr am Boden steht. Doors? Doors ist, glaube ich, gerade... Doors ist keine gute Idee. Können wir aufhören? Das erlebt man natürlich nur, wenn man gerade unterwegs ist, ne? Rechte als auch linke Seite. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal runter. Und gucken uns das Baby noch von unten an. Wartet mal. Oh, man hat hier wieder dieses... Also als würde ich auf so einer Welle gehen irgendwie. Als würde ich immer hoch und runter gehen. Hört sich auf jeden Fall ganz komisch an. So. Ich werde die mal kurz ausmachen. Dass wir zum Stillstand kommen. Irgendwann mal.
können wir uns auch die Triebwerke hinten nochmal angucken, wenn sie aus sind. Obwohl das weiße gleißende Licht ist immer dort. Und die laufen auch immer. Da kommt vielleicht drauf an, ob Power noch ausmacht. Vielleicht sind sie dann aus. So. Wie gesagt, das Fortbewegen fällt mir gerade ein bisschen schwer. Weil ich hier so ganz komisch hin und her wackel. Oh ja. 696 SEO. Oder Platz für ganz, ganz viele Rocks. Na, da ein Rock Mining Arm macht, reicht eine C2. Das ist schon laut, ne? Wow. Und ich habe es nur auf 50% Lautstärke. Aber es ist schon laut. Kann man quasi hinten rein, vorne raus oder umgekehrt. Machen wir hier auch nochmal auf. Boah. Sieht schon nice aus, wenn das so zur Seite weggeht, ne? Ja, jetzt haben wir ein Durchlaufmodell. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also sie ist schon... ist schon wirklich schick. Hier mit der Beleuchtung. Das ist schon sehr, sehr nice gemacht, muss ich sagen. Also ich glaube, ich werde mit der mal... mit dem Rock losziehen. Und wenn es nur ein Rock ist, egal. Man kann es, ja. Man fühlt sich schon so ein bisschen verloren hier in dem Frachtraum, ne? Ist schon... schon riesig. Nicht schlecht. Wie gesagt, ich denke mal, sie kommt auf die Live-Server zur Invictus Lounge Week ab dem 21.05. und ab dem 22.05. ist auch wieder ein Free-Fly-Event, wo ihr... Also zugeht sie sehr flüsterleise dafür, dass sie laut ist beim Aufgehen. Geht das Zumachen ganz flüsterleise. Das ist aber, glaube ich, ein Bug. Und ja, wie gesagt, ab 22.05. ist die... Es ist das Free-Fly-Event, wo ihr euch alle Schiffe mal anschauen könnt, kostenlos, und das Spiel spielen könnt und testen könnt. Und ja, das war so ein bisschen jetzt mal so der erste Eindruck von der C2. Schon sehr, sehr hübsch. Und muss sagen, ich bin zufrieden, dass ich mir doch eine geholt habe. Und wir haben da hinten immer das Licht. Das alleine sieht schon nice aus, ne? Bis man hier vorne ist. Ich mach jetzt auch nochmal die Power aus. Systems off. Systems off. Oh. Nein, das Licht bleibt immer noch. Also das hat schon was Episches, oder? Wenn man hier durch diesen langen Gang geht und sieht da hinten das Licht... am Ende des Tunnels. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich auch. Wenn es euch gefallen hat, mein erster Eindruck von der C2, also ich bin gerade noch so ein bisschen überwältigt und happy, dass sie jetzt endlich da ist, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an
Wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und ja, wenn ihr euch mehr über das Spiel informieren wollt, könnt ihr das gerne tun auf der Seite robertspaceindustries.com. Dort könnt ihr euch völlig kostenlos registrieren. Und wenn ihr bei der Registrierung noch meinen Referral-Code angebt, erhaltet ihr, wenn ihr euch das Spiel zulegen solltet, direkt 5000 Credits in-game, Startguthaben gut geschrieben, anstatt nur 1000. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis, ab 21.05. ist die Invictus Lounge Week, eine militärische Ausstellung, und im Rahmen dessen gibt es auch immer ein Free-Fly-Event ab dem 22.05. Und dort könnt ihr alles kostenlos testen und euch dann danach für Star Citizen entscheiden. Das ist auf jeden Fall wert. Bis dahin, die nächsten Tage wird noch ein Video kommen vom Tank, und also vom Nova, und ja, bis dahin, habt eine schöne Zeit, eure Shazadi. Ciao, ciao.